Hey Kinners, was geht bei euch ab? Mir ist eben aufgefallen, dass die P90 Isle of Spray nach wie vor in meinem Besitz ist. Die war damals im Skin Baron Giveaway dabei und der Gewinner hat sie nicht abgeholt. Ich wollte das Giveaway schon ewig nachholen, also diese eine Waffe, diesen Skin hier, rauskloppen, also separiert, weil es eben eine Skin Baron eigene Sache ist. Und ja, das mache ich jetzt hiermit. Skin Baron ist eine Seite, auf der ich gepartnert bin und auf der man Skins kaufen und verkaufen kann. Also ihr könnt eure Skins einfach zu Real Life Money praktisch umwandeln, indem ihr sie dort verkauft und euch das Geld zum Beispiel über PayPal auszahlen lasst. Und schon habt ihr eurem Skin zu barem Real-Life-Money gemacht, das ihr in der Hand halten könnt, wenn ihr es halt auf die Bank überweist. Sehr edle Seite. Ich kann bis jetzt nur Positives berichten. Also die zwei Skins, die ich da gekauft habe, das war alles gar kein Problem. Kauf wurde abgewickelt, die Skins kamen rüber auf meinen Account. Erst ging es nicht, aber es lag an mir, weil mein Smurf-Account damals auch eine Trade-Sperre hatte. Also weil ich gerade irgendwas frisch eingerichtet habe, den Authentifikator oder was weiß ich was. Sonst wirklich edel. Ich habe euch in die Beschreibung meinen Link geschrieben, meinen Skin-Baron-Link. Wenn ihr da draufklickt und euch dort anmeldet, dann seid ihr über mich gereferralt. Wenn ihr dort dann Skins kauft oder verkauft, werde ich dann ein bisschen an dem Verkauf oder an dem Kauf beteiligt. So könnt ihr mir unter die Arme greifen. Ihr hört, meine Stimme ist nach wie vor etwas angekratzt, deswegen kann ich auch nicht richtig aufdrehen. So Matchmaking und total abspacken und sowas, das ist nicht möglich. Aber so ein kleines Giveaway geht ja immer ganz gut rein. Ich erzähle euch gleich, wie ihr daran teilnehmen könnt. Will aber erst noch kurz die nächste Waffe erreichen. Oh yeah, mofo. Oh, dies wird wieder ein Only-YouTube-Giveaway sein. Wird auch nur eine Woche laufen. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, ist der erste Schritt auf jeden Fall zu schreiben, dass man teilnehmen möchte. Wir hatten schon mal einen Gewinner bei einem Giveaway, der gar nicht mitmachen wollte. Seitdem lasse ich euch das immer noch dazu schreiben, weil, naja. Und an sich zählt die Regel, die immer gilt. Aktive Community-Mitglieder können diesen Skin gewinnen. Aktiv auf YouTube, Twitter, Facebook oder wie auch immer. Man kann natürlich auch aktiv auf Twitch sein und damit die Chance erhöhen, dass man eben den Skin gewinnt. Aber der Skin wird nicht auf Twitch rausgehauen für Bubble Doll oder sowas. Also es wird auf YouTube ganz normal passieren. Der Gewinner wird dann wie immer in irgendeinem Video bekannt gegeben. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie das passieren konnte, dass der Gewinner die Waffe nicht erhalten hat. Also ganz einfach. Er hat sich nicht gemeldet. Der beste Schutz oder Mechanismus vor Skin-Geiern, der praktisch von ganz alleine geht, ohne dass ich manuell noch nachschauen muss, wer wie lange, wie und was guckt und sowas, ist ganz einfach derer, dass ja die Gewinner irgendwo irgendwann angesagt werden und so praktisch nur aktive Zuschauer überhaupt den Gewinn dann auch abholen können. Wer sich dann nach x Zeit nicht meldet, verliert seinen Gewinn einfach wieder und genauso ist es auch passiert. Der letzte Gewinner hat sich nicht mehr gemeldet, er hat aber, und das zeigt halt, dass er Gauner ist, kommentiert unter dem Video, wo die Gewinner genannt wurden. So, ich weiß nicht mehr, was das war. Tolles Video mal wieder oder wie immer tolles Video, ne? An sowas kann man halt perfekt oder hervorragend sehen, dass die Leute eben nicht die Videos komplett schauen und das ist natürlich Voraussetzung Nummer 1, um hier irgendwas gewinnen zu können, dass man natürlich die Videos aktiv schaut. Ganz klar. Wer das nicht macht, hat keinen Skin verdient. Man kann ja immer sehr gut erkennen an solchen Videos, wie viele Leute da kommentieren, also am Tag des Giveaways und dann schon beim nächsten Video nicht mehr mit dabei sind. Also unter den Kommentatoren, ja, nicht mehr, gar nicht mehr am Start sind. Und natürlich schmoren solche Leute ganz klar in der Hölle mit riesigen Genitalien in ihren Öffnungen. Bei dieser P90 Asimov, beziehungsweise bei ihrem letzten Gewinner, hat es mich schon sehr stark verwundert, weil er war ein aktiver Kommentator, er hat auch eine recht gute Zuschauerbindung gehabt bei meinen Videos. Also er für sich hat die Videos eigentlich ganz gut geschaut und dann macht er bei dem Gewinnervideo halt so eine Faxe und holt seinen Gewinn nicht ab. Das ist natürlich bitter, aber ja, was soll man machen? Ich zeige euch nochmal den Skin hier, bitteschön. Dieser Skin wurde von Skin Baron gespendet, beziehungsweise sie haben mir eben Geld gegeben, damit ich Skins kaufen kann. Das haben wir vor längerer Zeit schon gemacht in einem Video, wo ich euch gefragt habe, welche ich denn kaufen soll. Und wir haben uns damals auf die AK Aquamarine, glaube ich, und die P90 hier geeinigt. Die AK ging raus, der Gewinner hat sich gemeldet, der andere wie gesagt nicht. Und deswegen habt ihr die Chance hier, diesen Skin auf ein neues abzustauben. Schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr mitmacht. Greift nach dem Skin, greift ihn euch jetzt fast richtig hin. Ab morgen dann wahrscheinlich auch wieder mit Facecam. Ich bin jetzt einfach zu zerfickt, um hier irgendwie was machen zu können. Immer wenn ich erkältet bin, werde ich richtig gebeutelt. Werde ich käseweiß, ultra die Augenringe, schmierige Haare. Ja gut, eigentlich so wie immer halt. Ach ja, wenn du gewinnen willst, musst du zwingend irgendwas mit Skin Baron in deinem Kommentar stehen haben. Auch wenn es einfach nur Skin Baron ist, der Name an sich. Aber ja, es muss drin stehen, sonst machst du nicht mit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.